So Leute, jetzt gucken wir das Video von Iratsch TV an, von Papa. Ich habe eine Nachricht bekommen, egal. Hey. Machst du die Umfrage? Ja. Ich mach mal ein bisschen lauter. Okay. Meine Bachelorarbeit. Okay, darf ich auch interviewt werden? Ach so, ja klar. Alles klar. Wo haben Sie den letzten Urlaub verbracht? Und das mit dem Urlaub ist mir zu privat, okay? Warum? informieren Sie sich im Voraus über das. Ey, der macht aber richtig geile Straßenpranks, Alter, ehrlich. Und die Kultur? Wie ist das gemeint? Wenn Sie zum Beispiel nach China reisen, ja. Die Kulturunterschiede zu Deutschland ist ja enorm. Inwiefern? Beispielsweise ist da ein Handschlag anders zu bewerten als hier. Wenn ich hier jetzt dir die Hand geben würde, ne? Ich gebe dir die Hand. Also normal, ich gebe dir die Hand. In China machen die das nicht. In China begrüßen Was machen die da? Die geben sich eher Umarmungen. Echt? Ja, ehrlich. Aber ich gebe auch so Umarmung, ehrlich gesagt. Ehrlich? Okay. Wie heißt du? Daniel. Wie? Daniel. Nein, küsst den nicht. Nein, Digga. Ich auch. Ich würde ihn auch. Okay. Okay, nee, aber die Frage ist mir zu privat. Okay. Entschuldigung. Weißt du, wo der Limbecker Platz ist, dieses Einkaufscenter? Ich mein Deutsch heißt nicht so groß. Ich kann. Kein Problem. Kodoa. Hi, hi, schoa. Simsha. Entschuldigung, das war's. Nein, Chinesisch? Digga, arme. Ja. Ey, das Ding, der schämt sich auch gar nicht, das ist so. Ich kann nicht dafür stehen. Okay, weißt du nicht, wo es ist? Lass den mal, Alter, der Arme. Nächste Frage. Welche Verpflegung bevorzugen Sie? Nächste Frage. Welche Aspekte sind Ihnen bei einer Urlaubsreise besonders wichtig? Also mir ist wichtig, dass man sich mit den Menschen versteht. Also dass man auf einer Wellenlänge ist, genau. Ja. Okay, gut. Was können wir denn nicht angucken? Was verstehen Sie unter dem Begriff Nachhaltigkeit im Tourismus? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Nächste Frage. Okay. Wie empfinden Sie das Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen? Das ist mir sehr wichtig, aber wenn man, also je nachdem wie man sieht, ist mir das eigentlich nicht wichtig. Aber grundsätzlich ist das sehr wichtig, ja. Das weiß ich. Der Bruder sagt, das ist eigentlich wichtig, aber doch nicht so wichtig. Du stellst mir die ganze Zeit so viele Fragen, weil ich weiß eigentlich noch gar nichts über dich. Ja. Das ist das Problem, weißt du, Kommunikation ist ja immer, dass man ein Geben und Nehmen. Ja. Und die ganze Zeit, du stellst mir nur Fragen, aber ich will auch genau. Was. Digga, mach doch eine Umfrage mal, ey. Es geht ja um eine Umfrage, eine Befragung. Ich weiß nichts über dich und du fragst mich, du stellst mir die ganze Zeit Fragen und ich weiß nicht mal, wie alt du bist oder so. Woher du kommst, ich weiß nicht. Das kannst nichts. Du mich gerne ich fragen. Ich weiß nichts über dich. Du kommst Thema. Hier einfach hin und überrumpelst mich quasi. Bro, bist du weh? Aber weißt du, ach, das ist dein Freund. Das ist ein Kollege von Iratsch und. Achso. Hallo. Alles gut. Guck mal, der kommt irgendwie bekannt vor, aber ich weiß nicht vom. Hast du etwas getrunken oder so? Scheiße. Suchen Sie bei der Informationssuche und Buchung von Urlaubsreisen gezielt nach Informationen über das Thema Nachhaltigkeit. Was für Nachhaltigkeit, Mann? Du stellst zu viele Fragen. Ernsthaft? Sollen wir das beenden? Oder? Können wir gerne beenden. Die sind mir zu privat, okay? Ja, akzeptiere ich. Kein Problem. Ist das Thema Nachhaltigkeit für Sie reiseentscheidend? Wie meinst du das? Wenn Sie zum Beispiel in ein Land gehen, wo eher üblich ist, mit dem Zug zu fahren, als zu Fuß zu gehen. Würden Sie dann lieber zu einem Ort fahren, wo eher mehr zu Fuß gegangen wird, oder? Was würden Sie sagen? Ja, mal! Der Limbecker Platz? Nee. Dieses große Einkaufszentrum suche ich. Primark. Ja, genau. Primark. Ach so, nee, das nicht, sondern dieses große Einkaufszentrum, wo mehrere Geschäfte drin sind. Wissen Sie das? Rathausgalerie. Ja, genau. Ja. Da unten. Ja. Bis kurz vor das blaue Zelt. Ja. Und dann nach rechts. Moment mal. Papa? Nein! Papa? Einfach nein! Papa? Hm? Papa? Papa? Ey, jetzt tut der so, wo der die ganzen Jahre war, bestimmt und alles. Bist du? Bist, Papa, bist du's? Nee. Aber wo warst du?
Nein. Wo warst du, Papa? Nein, ich Papa, es. Papa, es tut mir leid, ich will dich nicht überfordern. Ich freue mich einfach, dich wiederzusehen. Der Junge! Nein, ich will es nicht. Ich will es wirklich nur wissen. Wo warst du all die Jahre? Ey, nee, das war ich Angst. Weiß nicht. Ey, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, der deine Mutter. Ich bin es nicht. Wo warst du? Ey, das war Angst. Oh, mein Angst, oh, mein Angst. Wo warst du, Papa? Weißt du, wo der Limbecker Platz ist? Da sind wir gerade. Nein, das soll ein Einkaufscenter sein. Ach so, das ist da links. Also hier links. Limbecker Platz, Digga. English, please. When you go to the left side? Yes, yes. Then you go straight. Ey, der macht doch noch mit, Digga. Deutsch, bitte, weil ich habe Schwierigkeiten, das zu folgen, aber manchmal geht das auch nicht hin. Siehst du da dieses Gehörts? Yes. When you go to the left side? Ey, wie kann man so ernst... Guck mal, ich kann auch ernst bleiben. Ich kann richtig gut ernst bleiben. Deutsch. Ah, Digga, bei sowas, ne? Und dann gehst du geradeaus. Englisch? Englisch. When you go straight. Ja. And then you are there. Okay. Also, ist ganz einfach eigentlich. Was machst du hier mit Klemmbrett? Eigentlich wollte ich mir auch Notizen machen. Von was denn? Das weiß ich noch nicht. Ich wollte das erst überlegen noch. Du hast hier so eine Weste an, siehst aus wie... Ich weiß nicht. Polizist? Ich bin ziemlich offiziell unterwegs, aber ich darf das noch nicht sagen, ehrlich gesagt. Deswegen, ich gehe jetzt erstmal zum Limbecker Platz und dann werde ich so ein bisschen so die Lage da checken. Okay. Verstehst du? Ey, hat mich auf jeden Fall gefreut, dich kennengelernt zu haben. Das hat mich auch gefreut. Aber was habe ich dir gerade gesagt? Was denn? Ich gebe keine Hand. Ah, du gibst Umarmungen. Umarmungen. Dann auf jeden Fall. Geiles Video, Digga, ehrlich. Ey, kein Problem. Also, wie heißt du denn? Du kennst meinen Namen. Ich bin Daniel. Ach, hau ab. Ich bin wirklich, das ist wirklich, ich bin Daniel. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin Daniel. Ey, wenn du auch Daniel bist. Daniel, das ist ernst jetzt. Okay, okay. Köln, komm. Du warst immer wie ein Bruder für mich. Ey, du machst mich fertig, Alter. Das kommst du direkt drauf, ja? Du bist ein Bruder, okay? Okay, Bro. Geil, Digga, ehrlich, geil. Ja, vielleicht kennst du mich von YouTube. Eins. Film für ja, der Kamera. Aber auf jeden Fall geiles Video, ehrlich. Ihrer TV. Also ich habe auf kein Video von denen noch reacted. Ich habe alle seine Videos, als der sein Comeback gemacht hat, habe ich geguckt. Ich kannte den davor gar nicht. Aber der ist echt gut, Leute. Also der ist echt cool drauf. Checkt ihn gerne ab. Ich habe den auch abonniert. Gebt ein Like. Und haut rein, Leute.